Hallihallo und willkommen zurück bei Gothic 2. Nichts zu plündern. So. Wir sind hier bei Saturas. Ha, nichts zu plündern. Das war der Name. Angekommen und ja, wir haben das Ornament abgeliefert. Ich würde aber ganz gern ja, jetzt wo wir das getan haben, haben wir das Ornament eigentlich noch oder haben wir das jetzt abgegeben? Da ist nichts zu holen. So, mal eben schauen. Ah, wir haben das Erzamulett des suchenden Irrlichts. Wir haben eine alte Münze. Apfeltabak. Okay, das Paket für Skip. Goldbrocken. Wir haben die Wolfsfelle, das ist sehr cool. Ansonsten sehe ich nichts. Und die Musik ist irgendwie nicht da. Hallo? Nicht? Na gut. Da ist nichts zu holen. Dann würde ich vorschlagen, wir lassen die Wassermagier erstmal Wassermagier sein und versuchen. Und es wird erstmal wahrscheinlich, habe ich letztes Mal schon angekündigt, beim Versuch bleiben, hier wieder rauszukommen lebend. Das wäre zumindest ganz nett, weil ja, wir haben jetzt im Prinzip ja die nötigen Dings, um die Jobs abzuschließen, beziehungsweise eben an die Jobs, an den Job ranzukommen und können uns auch, also fast zumindest, ach komm, jetzt beweg dich, und können wahrscheinlich dann auch demnächst ja, uns schon mal für das Kloster bewerben, sage ich mal so. Wobei, da müssen wir ja nochmal woanders hin. So, warum hier übrigens Goblins jetzt sind, weiß ich nicht. Blutfliege. War die auch schon vorher da? Also das Problem, was ich jetzt habe, wenn ich hier so wild durch die Gegend renne, sind die Snapper. So, das ist nun Scavenger, das ist nicht allzu tragisch. Hier rauf. Hier laufen ja noch mehr Snapper rum als die, heißen doch so die Viecher, ne? Als die, die Laris schon beseitigt hat. Nehme ich zumindest mal stark an. Oh ja, da hinten sind Varane. Oder Varäne. Ach, hier geht's durch, okay. Fast den Ausgang verpasst. Und hier haben wir jetzt schon wieder einen Feldräuber. Warum ist der denn wieder da? Den hat Laris doch getötet. Dachte ich. Hat er nicht? Hm. Nun gut, dann ja, lass du mich mal in Ruhe bitte. Danke. Wir gehen jetzt mich wieder zurück, wie gesagt. Und da kann ich dich nicht gebrauchen. So, hier steht auch niemand rum. Heißt, ach komm schon. Ui. Ganz schön viel Blut da unten, wa? Wow. Was ist denn gerade los? Meine Maus will gerade nicht. So. Kabel hat sich da irgendwie verdingenst. Welche Richtung ist jetzt die richtige? Die. Da, wo das Blut ist. So. Hier stehen auch ganz viel Krempel am Rand rum. Das kann man alles mal einsammeln. Aber, so viel kann ich schon mal verraten. Jetzt muss ich gerade das Kabel hier mal wegsortieren. Was ist denn das? So. Wir kommen hier nochmal hin. Keine Sorge. Keine Sorge. Ja, sowieso, wir wollen ja sowieso mit den Wassermagiern da noch einiges machen, aber wir kommen auch noch, soweit ich mich erinnere, anders hier hin. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe oder nicht, aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Nehme ich mal an. Moment mal, wo kommen diese Ratten jetzt her? Sind die mir jetzt den ganzen Weg gefolgt? Das wäre ziemlich merkwürdig. Die waren doch bestimmt irgendwo. Gut, der Schaden ist jetzt nicht allzu dramatisch. Aber dass ich so oft speichern muss schon. Machen wir noch einen. So, aber dann der Weg sollte ja eben größtenteils frei sein. Was mich eben gewundert hat, sind, dass da ein paar Viecher tatsächlich gespawnt sind. Das finde ich ein wenig merkwürdig, weil der eine Feldräuber war tot.
Ich kann mich noch genau erinnern. Ich meine, das war genau an dem Baum, wo Laris sich die ganze Zeit aufgehängt hat. Oder ist das dabei irgendwie anders geworden? Ich weiß es nicht. Und hier haben wir, glaube ich, auch noch ein paar Viecher auf dem Weg, ne? Die hat Laris nämlich nicht ausgeschaltet, weil er hier vorgelaufen ist. Weil er hier so weit vorgelaufen ist. Das war doch die Geschichte, wo er sehr lange keinen Halt gemacht hat, um auf uns zu warten. Der miese Kerl. Hatte vielleicht sogar mit den Viechern zu tun. Ich weiß nicht, warum das hier so ist. Kann auch sein, dass es einfach ein Versehen war. Von den Entwicklern. Da hinten haben wir noch dieses Lager vom Dragomir. So hieß er, glaube ich, ne? Musik ist da, yay! Fällt mir gerade erst auf. Tut mir leid, ich bin etwas daneben. Gerade. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, den werde ich jetzt auch erstmal auslassen noch. Sondern ich werde erstmal andere Dinge tun. Ich werde erstmal andere Dinge tun. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht schon mal nach da links gehen sollten. Scavenger. Haben die nur so geschrien oder greifen die mich an? Ich weiß es nicht, aber wir sind schon mal an Orlans Taverne angekommen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und, ja, hier vorne sitzt schon jemand, den wir kennen. Dann gucken wir mal. Sieh mal an, wer da reingeschneit kommt. Der Bauernjunge. Du kommst mir gerade recht. Aha. Wer bist du überhaupt? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Wenn ich dir erzählen wollte, wer ich bin, dann hätte ich das schon getan. Klar? Ja, grundsätzlich schon, aber ich finde es nicht sehr nett von dir, wenn du schon Sachen von mir willst, ne? Was willst du denn von mir? Hast du immer noch Probleme mit den Stadtwachen? Ich geb dir gleich Probleme, du Wicht. Ich suche einen Kerl. In der Stadt war er nicht zu finden und die Geigen hier haben auch keine Ahnung. Er ist schlank, dunkelhaarig und trägt meist eine rote Rüstung. Soviel ich weiß, war er damals ein Sträfling in der Kolonie. Ich glaube, sein Name beginnt mit einem D. Heißt er vielleicht Dexter? Kann sein, dass das sein Name ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es wohl erst wissen, wenn ich vor ihm stehe. Sonst noch was? Ja, du Großmaul. Ich hab noch was. Ich brauche Waffen. Ich brauche Proviant. Gold wäre auch nicht schlecht. Ja, aber... Hast du in der Stadt keinen Waffenhändler gefunden? Das ist nicht dein Ernst, oder? Die haben doch nur Schrott. Okay. Gold. Wir alle wollen Gold. Mach schon sein. Und was machst du damit? Versäufst dein Gold in der Kneipe oder verpresst es im Bordell, so wie ich dich einschätze. Und du hast einen besseren Plan, ja? Du würdest dich unter einem Stein verkriechen, wenn du wüsstest, was ich schon alles auf die Beine gestellt habe. Also sei nicht so vorlaut, sonst stopfe ich dir dein großes Maul. Du bist ja nicht so freundlich und dann erwartest du, dass ich dir helfe, ja? Wenn du doch so toll bist, dann mach's doch selber, ernsthaft. Nein, aber ich glaube, er ist ganz nett und praktisch, also... Waffen? Die Söldner haben Waffen. Interessant. Ich hörte davon, dass Ona, der fette Bauer, die Jungs angeheuert hat. Gar nicht so übel für so eine Landratte. Keine schlechte Idee. Ich sollte sie vielleicht wirklich mal aufsuchen. Ja, warum nicht? Proviant? Du bist ja in einer Taverne. Der dämliche Wirt rückt da nichts raus, wenn du ihn nicht dafür bezahlst. Ich werde mich da nicht einmischen. Hier hast du 10 Goldmünzen. Du armer Schlucker, kannst deine Kröten behalten. Ich hab da eine bessere Idee. Nicht weit von hier gibt es eine Höhle. Ich bin früher schon mal hier gewesen und habe an einigen Stellen meinen Kram vergraben. Die Höhle ist mir allein ein wenig zu gefährlich. Ich will, dass du mir dabei hilfst. Das werden wir tun. Wenn ich Glück habe und mich ein wenig recht erinnere, kann es sein, dass uns das tatsächlich ziemlich weiterhilft. Das werde ich jetzt mal testen. Lass uns deine Höhle aufsuchen. Komm mit.
Weil der ist ja dann im Prinzip so eine Art Laris, heißt, der macht uns den Weg frei. Das ist schon mal gut. Er geht auch in die richtige Richtung. Und wenn wir Glück haben... Was ist denn das hier? Das habe ich noch nie gesehen. Kann es sein, dass die Ruine aus diesem Grafikding kommt? Ja, wenn wir Glück haben, dann macht er nämlich genau das. Oh nee, oh, für den kriegen wir die... Ein Mistvieh weniger. Ah, da kriegen wir die Erfahrung nicht. Das ist natürlich schade. Warte eigentlich. Mal. Das heißt, der... Okay, der läuft alleine. Das ist schade. Goblinbeere. So, mein Freund, hier ist die Höhle. Ich gebe dir schon meine Hacke. Irgendwo da drin habe ich den Kram vergraben. Ich hab die Stelle mit einem Kreuz markiert. Worauf wartest du noch? Geh rein und hol das Zeug. Was ist mit dir? Jemand muss doch auf unseren Rückzug achten. So, und jetzt rein mit dir. Ja, das kann lustig werden. So, der steht jetzt hier rum. Die Goblinbeeren nehmen wir mit. Das ist nämlich eine super Pflanze. Ja, ich werde jetzt mal noch keinen Speicherstand anlegen, auch wenn ich wahrscheinlich sterben werde. Also, das hier ist auf jeden Fall eine Goblin-Höhle. So viel ist klar. Irgendwie... Ach, Mann. Das Kämpfen funktioniert nicht so, wie ich am Anfang dachte, dass es geht. Also, ich werde jetzt sterben wahrscheinlich. Ja, guck mal da. Okay. Heißt auch, dafür sind wir noch nicht stark genug. Heißt, ich brauche erstmal wieder Geld. Ich müsste eigentlich nochmal nachschauen, wo ich den Degen finden kann, weil inzwischen sind wir ja ein bisschen rumgekommen. Vielleicht kann ich einen Degen ja auch finden. Weil ohne den Degen glaube ich, dass wir wenig Chancen haben. Und ich muss diesen Kampfstil einfach wieder lernen. Weil das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass das, was ich dachte, was funktioniert, nämlich dieses Schwert raus, anvisieren und nach rechts und links schlagen. Ich drücke jetzt gerade die Tasten A und D und das funktioniert eben nicht. Merkwürdigerweise. Weil ich dachte eigentlich, das wäre das, wie es funktioniert. So, hier kann ich noch irgendwelche komischen Schlenker machen. Und ja, mit der rechten Maustaste kann ich mich bewegen, aber das hier funktioniert nicht mehr. Das finde ich etwas merkwürdig. Waffe ziehen. Seitwärts links, seitwärts rechts. Vorwärts, rückwärts, links drehen, rechts drehen. Ja, das ist ja alles korrekt. Hilft ja nichts. Nun gut, also dann wie gesagt, würde ich ganz gerne eigentlich erstmal den Degen haben. Jetzt müssen wir aber erstmal, wo war denn das? Da geht's zu der Brücke, soweit ich weiß. Da geht's da lang und da unten... Über diesen Weg geht's zum Kloster. Genau. So, und schau... Ratten. Wäre nett, wenn ihr uns mich in Ruhe lassen würdet. Scavenger haben wir auch noch. Ja, ja. Ist ja gut. So, was wir jetzt versuchen können, ist denen natürlich Platz zu machen, aber die Ratte ist immer noch da. Nee, guck mal, wie viel Schaden wir da kriegen. Und der Scavenger macht auch viel zu viel Schaden. Dann lassen wir das mal lieber sein. Guck mal hier. Ein Mistvieh weniger. Toll. Ja, also wie auch hier werden wir die Erfahrung wieder nicht bekommen. Das ist natürlich alles etwas unpraktisch. Aber es ist jetzt nicht anders machbar und dann... Gebe ich so ein bisschen meine Optimierungsdinger auch ein bisschen auf. So, hallo, Iskarot. Hey, Innos zum Gruß. Was kann ich für dich tun, Wanderer? Nun, Wohin komme ich, wenn ich diesen Weg weitergehe? Der Weg führt zum Kloster der Feuermagier. Doch der Zutritt ist nur den Dienern Innos gestattet. Und wenn du als Novize im Kloster aufgenommen werden willst, musst du ein Schaf mitbringen. Und 1000 Goldstücke. Ja, ist ein bisschen teuer, muss man schon sagen. Was machst du hier? Ich bin ein Magier des Feuers. Ein Priester unseres Gottes Innos.
Dieser Schrein ist ihm, dem obersten Gott, dem Schöpfer des Feuers und Herrn der Gerichtsbarkeit geweiht. Zu mir kommen die Menschen, um zu Innos zu beten und sich segnen zu lassen. Und für eine kleine Spende bekommst du bei mir verschiedene nützliche Dinge. Ziemlich praktisch. Ich hätte nämlich gerne... Segne mich. Ich segne dich im Namen Innos. Der Herr lasse sein Feuer in deinem Herzen brennen und gebe dir die Kraft, nach seinem Recht zu handeln. Vielen Dank. Dann hätten wir das ja schon. Zeig mir deine Ware. Was hast du hier so dabei? Gletscherquarz, Wunden heilen, Schlaf ist ziemlich praktisch eigentlich, aber im Moment leider zu teuer. Pech. Ring der Erleuchtung, ein Mana-Bonus und ein Lebensenergie-Bonus, ist eigentlich ziemlich cool. Ist aber ein bisschen teuer. So, aber das war eigentlich das, wo ich drauf hinaus wollte. Möge Innos allzeit über dich wachen. Denn wenn ihr das jetzt richtig, wenn das habt ihr jetzt bestimmt mitbekommen, hab ich die eigentlich schon ausgeräumt hier. Ja, hab ich. Er hat uns gerade gesegnet, das heißt, es sollte eigentlich dem lieben Torben ausreichen und ich habe noch nicht gespeichert, ey. Na komm, probieren wir die Ratte. Zack, okay. Mit Pfeilen geht das, aber ich habe leider nicht viel Lebensenergie. Die Tränke verbrauche ich so ungern dafür. Was haben wir denn noch? Mana-Bonus? Nein. Lebensenergie und Mana bringt es auch nicht viel. Essen wir mal den Käse. Den Käse mit E. Und noch ein Fisch. Passt schon. So, dann speichern wir nochmal. Da. Okay. Dann, ich bin noch immer auf der Suche nach dem Degen. Da. Dieses Schwert kann man in einer Kiste im Leuchtturm finden und in einer Höhle nahe Onas Hof. Ja gut. Und man kann ihn halt bei Sarah kaufen. Das habe ich ja schon gesehen. Ja, aber in der Höhle bei Onas Hof oder im Leuchtturm ist alles nicht so super geil, weil, wenn wir uns erinnern, im Leuchtturm sitzen die Banditen. Ne, wir haben mit Jack geredet. Und Onas Hof ist noch ein Stück weg. Das heißt, aber jetzt könnten wir eigentlich mit Laris gehen, oder? In einer Höhle in der Nähe von Onas Hof. Na, man könnte es tatsächlich probieren. So, der Erol sitzt auch immer noch hier. Ob man da hingehen könnte. Ich will den Degen halt gerne haben. Aber wenn wir jetzt eigentlich den Job bekommen, den sollten wir ja jetzt eigentlich bekommen können. Dann brauchen wir das eigentlich gar nicht. Nicht unbedingt zumindest. Obwohl. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so genau. So, also wir nehmen mal die Waldbeeren mit. Klingt nach Goblins, ne? Ja. Okay. Ich weiß nicht so recht, wie ich das jetzt alles timen soll. Also, ein Ziel, was ich habe, ist auf jeden Fall erstmal die Waffe. Also den Degen zu bekommen. Und natürlich dann, wenn wir den Job jetzt bekommen, ins Kloster zu kommen. Weil wir werden ja alleine mit diesem Job nichts reißen können bezüglich den Besuch bei Lord Hagen, weil wo wir ja hinwollen. Heißt, wir wollen erstmal ins Kloster. Und dafür müssen wir diese Statue finden und dazu brauche ich die Waffe. Wie gesagt, weil die Goblins da drin, die würde ich eigentlich ganz gerne mit einer vernünftigen Waffe töten. Und ich würde dann auch anfangen, schon mal ein paar Punkte in Geschicklichkeit zu stecken. Weil, wie gesagt, wir haben... Naja, wie gesagt, ist gut. Wie viele Punkte haben wir? 25? Ja, 15 könnte man schon mal in Geschicklichkeit skillen eigentlich. Damit wir den Degen auch tragen können. Ach ja, ich weiß auch nicht so genau. Na gut, wir gehen jetzt erstmal pennen eine Runde, glaube ich. Upsa. Hier waren die Händler, die uns alle nicht mögen. Wenn wir da reingehen, meine ich jetzt. Und... Ja, hier können wir pennen, ne? Genau. So, Sarah liegt auch wieder da oben drin rum. Sonst niemand. Zack, ich würde mit dem Kopf in die andere Richtung schlafen, mein Lieber, aber
Das kannst du natürlich handeln, wie du willst. Du hast eh kein Kopfkissen. Naja, gut. Wir haben noch so viel vor uns, ne? Ich hab schon lange nicht mehr, also ich hab echt nicht in Erinnerung gehabt, dass das Ganze so komplex ist, dass man über so viel nachdenken muss. Onas Höhle oder Leuchtturme, das ist doch alles nicht machbar. Heißt, wir müssten uns das eigentlich kaufen, aber das ist so teuer. Und es wäre so eine Verschwendung von Rohlingen, solange wir noch nicht bei Ona waren. Das heißt, eigentlich macht es Sinn, zuerst zu Ona zu gehen, ne? Und der Mensch erschlug das Tier. Ich gehe jetzt erstmal zu Torben und rede mit dem. Wegen deinem seinem Segensgedönse da. Und dann können wir noch zu Bosbar gehen. Hey. Hi. Wie steht es mit deiner Zustimmung, Meister? Hat dir Vatras seinen Segen gegeben? Ja. Und hast du dir auch den Segen eines Priesters Innos geholt? Ja, das habe ich. Dann sollst du auch meinen Segen haben. Für welchen Weg du dich auch entscheiden magst, verrichte dein Handwerk gut, mein Junge. Aber natürlich. Schlösser knacken ist vielleicht noch ganz sinnvoll. Dafür würde ich vielleicht noch mal ein paar Lernpunkte aufbewahren. Meinst du, mir geht es besser? Hi. Wir können nur abwarten. Wegen der Wolfsfälle. Ich habe sie, hier. Na bitte. Ich habe mir schon gedacht, dass du für die Arbeit geeignet bist. Hier hast du deinen versprochenen Lohn. Und? Was denkst du? Ist die Arbeit nicht besser, als den ganzen Tag auf Schwertern rumzuhämmern oder im staubigen Kämmerlein Fläschchen abzufüllen? Man würde halt wirklich mit wenig Lernpunkten Geld bekommen, aber es wäre mir trotzdem lieber, Schmied zu werden. Bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Ich hatte gehofft, du würdest dich für mich entscheiden. Aber wenn du es unbedingt so willst... Heißt das, du stimmst für mich? Wenn keiner der anderen Meister etwas dagegen hat, ja. Aber an dir ist ein guter Jäger verloren gegangen. Ich weiß, Bosper. Ich weiß. Zeig mir deine Ware. Okay, jetzt guckt er, jetzt ist er auch für uns. Wir können jetzt noch, genau, wir nehmen noch die 50 Pfeile mit. Ledergürtel, Ring der Geschicklichkeit. Alles ganz nett, aber ich wollte nur die Pfeile mitnehmen. Pfeile sind nämlich wichtig. Wichtig, wichtig. Matteo haben wir, Torben haben wir, Bosbar haben wir, Konstantino sowieso und der liebe Harad. Den haben wir auch. Wann kann ich bei dir als Lehrling anfangen? Einen Mann, der einen Ork besiegen kann, können wir hier gut gebrauchen. Wenn es nach mir geht, kannst du direkt bei mir anfangen. Was die anderen Meister betrifft, Torben hat dir seinen Segen gegeben. Bosbar hat versucht, mir die Sache mit dir auszureden. Er will dich wohl selber als Lehrling haben. Ich hatte eine kurze, aber heftige Unterhaltung mit ihm über dieses Thema. Am Ende hat er zugestimmt. Konstantino ist wie immer alles egal. Er sagt, seinetwegen sollst du anfangen, wo du willst. Und Matteo sagt, du hast ihm sein Gold wiedergebracht. Scheinst mir ein ehrlicher Junge zu sein. Damit hast du die Zustimmung aller Meister. Bist du bereit, deine Lehre bei mir zu beginnen? Ja, Mann. Ich bin dabei. Gut. Ich werde dir beibringen, wie man ein ordentliches Schwert schmiedet. Außerdem wird es mal Zeit, dass du etwas stärker wirst. Du fällst mir ja noch vom Fleisch. So, folgendes. Was sind meine Aufgaben als Lehrling? Dreimal darfst du raten. Schmieden, schmieden und schmieden? Bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ich bezahle pro Klinge. Wenn du nicht arbeitest, gibt's auch kein Geld. So einfach ist das. Außerdem werde ich dir alles beibringen, was du wissen musst, um einfache Schwerter herzustellen. Die Herstellung von Erzklingen ist nur etwas für einen erfahrenen Schmied. Davon bist du noch weit entfernt. Wenn du einen Platz zum Schlafen brauchst, kannst du bei mir im Haus pennen. Soweit alles klar? Jo. Folgendes. Das mit dem Verkaufen der Waffen ist cool. Bringt auch viel Kohle, wir haben nur mehrere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, einfach nur einmal schmieden zu lernen. Das wären, glaube ich, 2 Lernpunkte oder so. Die gibt man aus und schmiedet einfach mal die gleichen Schwerter. Weil es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, im Prinzip an unendlich viele Rohlinge zu kommen, die man schmieden kann. Das heißt,
im Prinzip unendlich Geld. Das ist ein Grund, warum ich den Schmied gewählt habe. Schneller geht's oder besser geht's natürlich, wenn man noch mehr Lernpunkte investiert, um die teureren Schwerter zu machen und zu schmieden. Und dadurch bekommt man halt mehr Geld. Kostet aber, wie gesagt, auch mehr Lernpunkte. Also wenn ich mir das so anschaue, dann hätte ich wahrscheinlich 20 Lernpunkte investiert. Das kommt so zustande, das erste kostet, glaube ich, im Add-on jetzt, wir spielen ja mit die Nacht des Raben, 2 Lernpunkte, das nächste 4, das nächste 6, das nächste 8 und, glaube ich, noch eine Stufe mehr oder so geht. Und zumindest 20 hatte ich eingeplant, weil dann kommen halt Schwerter, wo es sich wahrscheinlich am ehesten lohnt. Die vierte Stufe, ich glaube, das sind die Rubinklingen oder sind das die Bastardschwerter? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, das würde sich wahrscheinlich lohnen zu machen und zu verkaufen. Das gibt richtig viel Geld. Aber wie gesagt, es kostet halt auch. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen in der Zwickmühle, wie wir das machen. Also, das gucke ich mir nochmal an. Das werden wir dann in der nächsten Folge, denke ich mal, entscheiden. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao.